Du sollst wissen, dass auch wenn Papa nicht so oft für dich da sein kann, es nicht bedeutet, dass er dich nicht liebt. Im Gegenteil, er würde alles für dich geben, dein eigenes Leben. Eines Tages wird alles besser, das schwöre ich dir. Ich gebe dich nicht auf, denn dafür liebe ich dich viel zu sehr. Halt den Kopf hoch. Hey, du kannst auf Papa zählen. Dabei wollte ich da sein, wollte euch nah sein, euch sollte klar sein, was immer geschieht, Papa für euch stark sein wird. Doch das durfte ich nicht. Deine Mama weiterleben, nee, das durfte ich nicht. Bei deiner Geburt dabei sein, nee, das durfte ich nicht. Dich vom ersten Anblick halten, nee, das durfte ich nicht. Mit dir allein sein, nee, das durfte ich nicht. Der beste Papa für dich sein, doch das durfte ich nicht. Also ich gehe zur Demo, damit meine Söhne ihre Kinder nicht auch nur als Kontoauszug erleben müssen. Mein Zeuge, wenn ich sage, dass ich mich jeden Tag nach dir sehne. Viele Kinder ohne Väter. Ich gehe zur Demo, weil man mir meine Tochter genommen hat. Ich gehe auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Wut dahin, ne? Also ich will was machen. Ja, ich gehe hier zum einen als Zweitfrau und als Partnerin eines, in Anführungsstrichen, entsorgten Papas. Du bist mein Zeuge, wenn ich sage, dass ich mich jeden Tag nach dir sehne, viele Kinder ohne Väter. Probleme, die Kinder oder die Enkel zu sehen. Am 17. Juni 2006 ist die Väterdemo in Berlin auf dem Alex um 12 Uhr hinkommen. 13 Uhr ist Demobeginn, Kundgebung 15 Uhr auf dem Gendarmenmarkt. Zeig dein Gesicht, wir sehen uns. Vergiss niemals, dass du aus Liebe entstanden bist und dass du einen Papi hast, der dich sehr liebt. Zur Zeit sind mir die Hände gebunden, aber nicht mehr lange. Denn jedes Mal, wenn ich dich abhole, sehe ich die Freude in deinem Gesicht. Und das gibt mir Kraft, weiter zu kämpfen. Viele würden aufgeben, aber ich nicht. Ich liebe dich viel zu sehr. Willkommen zu sein Väterdemonstration, schon eine lange Tradition des Bundesvereins Väter auf Bruch für Kinder e.V. Liebe Berlinerinnen und Berliner, klar die Weltmeisterschaften, die fordern viel Spaß und viel Aufmerksamkeit. Und es war eine Überlegung wert, ob wir die Demonstration in diesem Jahr um einige Wochen verlegen wollen. Aber wir tun es nicht, denn die Freude und der Ernst des Lebens, die gehören zusammen. Das Recht, ihre Kinder hier einstehen, die ihre Liebe, die man zurückgewiesen hat, hierher bringen. Wir sind unterwegs zum Bundesministerium der Justiz und zum Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wo der Mann ja nicht einmal im Namen vorkommt. Liebe Berlinerinnen und Berliner, fair spielen, nicht nur zur Weltmeisterschaft, sondern fair spielen auch im Familienrecht. Darum sind wir aus Deutschland gekommen. Liebe Berlinerinnen und Berliner,
Sie sind doch auch für faire Spiele zu den Weltmeisterschaften. Wir beklagen ein faires Spiel im Familienrecht. Aus diesem Grunde sind wir hergekommen, um zu demonstrieren für gleiche Rechte der Männer und der Väter. Wir sind hergekommen, weil wir der Meinung sind, gleiches Recht im Sorgerecht. Ist es so, dass der Mann seine Kindesmutter fragen muss, ob die ihm das Sorgerecht gibt. Wir wollen gleiches Sorgerecht von Geburt an für Vater und für Mutter. Dann entstehen viele Konflikte, die wir haben, überhaupt erst gar nicht. Und wir wollen die Anerkennung von Vaterschaftstests natürlich nicht genehmigen oder zugestehen lassen von Frauen, sondern wir wollen sie selber bestimmen. Wir wollen auf das Recht pochen, dass wir wissen, wer unsere Kinder sind. Und wir wollen auf das Recht unserer Kinder pochen, dass sie wissen, wer ihr Vater ist. Wir sind hergekommen, weil wir einen fairen Umgang einklagen und einmahnen. Wir wollen, wenn es einen Urteilsspruch gibt, wo man einen Umgang zugestanden bekommt, dass wir diesen Umgang auch abgesichert bekommen und dass unsere Kinder vor allen Dingen auf uns zählen dürfen. Denn was sollen sie denken, wenn ein Vater jahrelang von seinem Kind weggedrückt wird? Werden sie es verstehen, wer hier letztendlich der Verursacher ist, oder werden sie es nicht verstehen? Und dann sagt man, Väter machen sich dünne. Nein, wir sind hierher gekommen, weil wir uns nicht dünne machen, sondern weil wir uns stark machen. Wir wollen heute Abend den Aufstand der Liga am 17. Bei mir ist es Hochbeauftragten für Männerfragen mitgebracht, weil vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend konnte uns dieser nicht gestellt werden. Gleichstellung ist ein wichtiges Thema unserer Zeit. Gleichstellung, Gleichstellungspolitik mit Männern und nicht Gleichstellungspolitik für Väter, das ist hier die Devise. Also, ich gebe das Mikrofon unserem Gleichstellungsbeauftragten, der hier seine Rede halten wird, ähnlich wie im letzten Jahr. Hören wir Rainer Sonnenberger, der kann das Mikrofon nehmen, muss bloß sehen, dass es mit den Lautsprechern hinaus. Es gibt nämlich Rückkopplungseffekte. Wenn Männer kommen, dann kann es manchmal ganz schön quietschen. Rainer, ich bin mir nicht sicher, ob der auch gut ist. Geh lieber rüber. Du bringst uns nur die Quietscher. Ja, die dieser Vorgang zeigt, wie wichtig es ist, die Interessen von Vätern langfristig und ganz grundsätzlich zu berücksichtigen. Ein Bundesväterbeauftragter würde nicht nur diese Aufgabe übernehmen, sondern er könnte auch die Väterbewegung in die Politik einbinden. Damit Väterpolitik nicht von Frauen, sondern von Männern, für Männern gemacht wird, damit sie von Männern mitgestaltet. Lassen Sie mich gleich am Anfang die Gelegenheit nutzen und die Gruppe SEFEM, die Selbsthilfegruppe entfremdeter Mütter, zu begrüßen. Ich finde es ganz toll, dass sich auch Mütter inzwischen outen, dass sie Familienpolitik in Schwierigkeiten steckt und vor allen Dingen auch, dass die Trennung besser geregelt werden muss. Ich glaube, es wird uns sehr helfen, dass auch Mütter hiervon betroffen sind und dass wir gemeinsam Männer und Frauen, Mütter und Väter zusehen, dass es hier eine bessere Lösung gibt. Für ein Kinder- und familienfreundliches Deutschland leisten können. Bisher gibt es diese Opas durchgesetzt. Aber kann das auf Dauer gut gehen, dass sich eine Frau für Väter einsetzt? Das klingt fast genauso absurd, als wenn der Väteraufbruch für Frauenrechte demonstrieren würde. Und die Kinder drauf! Jo, aller guten Dinge sind drei, das hat Reinhard May schon so besungen und das ist sicherlich auch richtig. So, ich frage mich dann oft, ob das mangelnde Akzeptanzgefühl daran liegt, dass wir als Trennungsväter irgendwie einen Schaden von der Trennung davon getragen haben. Oder ob wir gerade im positiven Sinn besonders... Für die Frau von der Leyen, was Kinder sich wünschen in Beziehung zu den Eltern, wenn die sich nämlich trennen, es gibt nämlich auch Trennungskinder, das müssen die nämlich in dem Ministerium eigentlich auch wissen, dass es Trennungskinder gibt. Kommt, setzt euch mit her und überlegt mal mit, was wir dieser Ministerin sagen könnten. Wir hatten eine Idee. Was müsste die wissen von euch? Dass ich meinen Vater ganz wichtig finde. Das wäre ich der Schreiben. Jawohl, wir sind hier und wir sind laut. 22, die Kinder kommen nochmal. Wir sind hier und wir sind laut. 22, die Kinder kommen.
Tod, weil man uns die Kinder... Aus diesem Grunde sind aus Deutschland Mütter und Väter und Großeltern angereist, um hinzuweisen auf ein riesiges Problem, das Problem der Schlechterstellung der Väter im Familienrecht, und zusehends stärker betrifft es Mütter. Die Demonstranten, ein freundlicher Hinweis von den Begleitern hier in Grün: Wir brauchen die rechte Busspur, die muss freigehalten werden. Ich denke, wenn wir für Ordnung im Familienrecht einstehen, dann sollte uns das im Straßenverkehr gelingen. Wenn ein Elternteil sein Kind weggenommen wird,
und deinem Kind vor allen Dingen sein Elternteil. Nein, du solltest dich schämen, in Abgrund schämen, was hier passiert. Das ist Menschenrechtsverletzung. In unserem Zug läuft Kasim Gürgeli. Kasim Gürgeli, der türkische Vater, der vom europäischen Gericht über den Menschenrechtsverletzung sein Recht gewonnen hat. Man hat diesen Vater. Und was macht das Bundesland Sachsen-Anhalt? Und was macht das Land Deutschland mit diesem Vater? Sie zahlen ihn vor Gericht. Sie verlästern ihn wegen seiner türkischen Herkunft. Und am Ende nachher, da wird willkürlich und nicht nachvollziehbar, wie das Bundesverfassungsgericht bescheinigt hat, Recht gesprochen in Hamburg. Dieser Vater, Kasim Gürgeli, läuft mit uns 30 Gerichtsverfahren. Sie sind mit ihm dabei. Dieser Kasim Gürgeli, der läuft mit. Du sollst wissen, dass auch wenn Papa nicht so auffällig da sein kann, es nicht bedeutet, dass er dich nicht liebt. Im Gegenteil, er würde alles für dich geben. Dein eigenes Leben, eines Tages wird alles besser, das schwöre ich dir. Ich gebe dich nicht auf, denn dafür nehme ich dich viel zu sehr. Halt den Kopf hoch. Hey, du kannst auf Papa zählen. Dabei wollte ich da sein, wollte euch nah sein. Euch sollte klar sein, was immer geschieht, Papa für euch stark sein wird. Doch das durfte ich nicht. Deine Mama weiterleben, nee, das durfte ich nicht. Bei deiner Geburt dabei sein, nee, das durfte ich nicht. Dich vom ersten Anblick halten, nee, das durfte ich nicht. Mit dir allein sein, nee, das durfte ich nicht. Der beste Papa für dich sein, doch das durfte ich nicht. Also ich gehe zur Demo, damit meine Söhne ihre Kinder nicht auf Nordkondorzug erleben müssen. Mein Zeuge, wenn ich sage, dass ich mich jeden Tag nach dir sehne. Viele Kinder ohne Väter. Ich gehe zur Demo, weil man mir meine Tochter genommen hat. Ich gehe auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Wut dahin. Ne? Also ich will was machen. Ja, ich gehe hier zum einen als Zweitfrau und als Partnerin eines in Anführungsstrichen entsorgten Papas. Du bist mein Zeuge, wenn ich sage, dass ich mich jeden Tag nach dir sehne. Viele Kinder ohne Väter. Probleme, die Kinder oder die Enkel zu sehen. Am 17. Juni 2006 ist die Väterdemo in Berlin auf dem Alex um 12 Uhr hinkommen. 13 Uhr ist Demobeginn, Kundgebung 15 Uhr auf dem Gendarmenmarkt. Zeig dein Gesicht, wir sehen uns. Vergiss niemals, was du aus Liebe entstanden bist und dass dein Papi hat, der dich sehr liebt. Zurzeit sind mir die Hände gebunden, aber nicht mehr lange. Denn jedes Mal, wenn ich dich abhole, sehe ich die Freude in deinem Gesicht. Und das gibt mir Kraft, weiter zu kämpfen. Viele würden aufgeben, aber ich nicht, denn ich liebe dich viel zu sehr. Bleib stark, mein Sohn. Der Kinder und deren Füßen, der Kinder und der Väter mit Füßen getreten werden. Zwar ist das Kindschaftsrecht schlecht für alle Familien und darauf abgestellt, dass das Wohl der Kinder zu schützen die oberste Priorität des Kindschaftsrechts darstellt. Es ist beispielsweise das regelmäßige gemeinsame Sorgerecht der Eltern nur dann aufzuheben und die elterliche Alleinsorge nur einem Elternteil zu übertragen, wenn die weitere gemeinsame Ausübung der gemeinsamen Sorge unmöglich ist. Dann und nur dann soll die alleinige elterliche Sorge dem Elternteil übertragen, der den Schutz des Kindeswohls am besten gewährleisten kann. So je. Wenn wir eine Schaufel zur Folge haben, kommt das jetzt schon entzogen und obwohl es bereits während des gerichtlichen Verfahrens Kindschaftsrechte war, dann wird die Kindschaftsrechte aus dem Jahr 1890 und 1898 an der Tode geführt und ist das Papier ein Schwert, auf dem die gedruckt ist. Amtsgericht einem Vater in einem Aufenthaltsbestimmungsrechtsverfahren die Mitsorge entzogen, mit der Begründung, dass die weitere gemeinsame elterliche Sorge angeblich nicht mehr möglich sei, wenn die Eltern nicht einmal eine Konsens über die Aufenthaltsbestimmung für den Umgang mit des Kindes mit seinem Vater gewähren. Er könne zum Vatertag auch ohne sein Kind sehen und trinken durch den Wald ziehen, war beraten von der Ansicht. Das Bundesverfassungsgericht
Verfassungsgericht in der Lage zu verhindern, dass der Vater aus dem Antrag des Kindes vollständig entsorgt wurde. Nun übt die Mutter mit weiterhin gerichtlich gebilligter Strafverfahren gegen die Lebensgefährdung meines öffentlichen Interesses und wegen eines angeblich einmaligen Augenblicksversagens eingestellt. Wenn der Sohn heute bei seinem Vater lebt, hat die Pubertierende. Aller Menschen und für das die Ruhe des Kindes entspricht Verweigerung der öffentlichen Konsultation und der kindlichen Manipulation gegen den anderen Elternteil oder Verweigerung des kindlichen Umgangs mit dem nicht betreuenden Elternteil nicht. Dieser Satz würde zwangsläufig dazu führen, dass bildungsintolerante Elternteile sich dem Sorgerecht entziehen, ausgesetzt sind, wenn sie die weitere Ausübung der Gemeinschaftssorge existenziell verweigern. Es ist deswegen auch ein Ausgehen, dass die Zahl der Sorgerechtsstreitigkeiten auch nie kapitel abnehmen würde. Dies sieht den Wohl der Mutter übermorgen aber. Denkt dran, alle Kinder bei den Eltern und viel rüber ist das. Dann kommt man wieder. Make love, nothing. I feel the Lord say. Thank you, Jesus. Thank you. Vor 4 Jahren haben wir Männer freigestellt und heute wollen wir das Volksmann machen, warum gerade die Klasse. Muss immer drastischer werden. Hunger schreit, dann weiß ich im Knast. Und jetzt die Kreuzigung. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Make love, nothing. I feel the Lord say. Thank you, Jesus. Thank you. Vor 4 Jahren haben wir Männer freigestellt und heute wollen wir das Volksmann machen, warum gerade die Klasse. Muss immer drastischer werden. Hunger schreit, dann weiß ich im Knast. Und jetzt die Kreuzigung. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Hallo. Stehe ich da oben eine Zeit, dann ist möglichst Stille, komm da wieder runter und dann können wir weiter gemacht werden. Stell dir Wasser rein. Ich habe mich nicht mehr so gut.
ne? Nein. Gehört dazu. Maria Magdalena gehört dazu. Maria Magdalena. Maria Magdalena. An die Fotografen kann ich mich nicht erinnern. Kann sein. Zurück, alle Meter zurück, hier an der Seite. Und an der Seite auch. Ein Meter zurück. Und wir stehen gleich seitlich. Mach ich auf dem Bild. Ihr braucht doch die Abzugsbüchse. Müssen die Abzugsbüchse brauchen. Super, geht jetzt zurück. Wir brauchen es nicht zu stützen. Hallo! Hallo! Ja, du bist doch alle im Bild, aber nicht auf Frage.
Kommt nicht rangeln, Leute, hört auf. Du bist zu spät abzählen, dann kannst du nicht rangeln. So, deine Spritze. Hast du noch der RTL-Kameramann? Kann er noch ein bisschen Stück zurückgehen? An der Seite vom RTL-Kameramann, einen halben Meter zurück dort. Da steht ein Träger. Könnt ihr bitte den Träger freimachen und zwar sofort? Wie lange seid ihr denn? Bingo, halt mal das frei. Ich weiß nicht, was machst du? Schieb ihn mal bitte einfach ganz kurz rein. Wie lange seid ihr denn? Sorry. Ja, danke. Und hier auch einmal mit dem. Ein Stückchen auf die Seite. Das ist aber unfair. Ein Antithrombosemittel, damit er keine Morphium-Bodes keine Schmerzen spürt. Nee, das ist die Thrombose, das ist ein Raucher, der lange hängt, damit er keine, damit man es keinen Hirnschlag bekommt. So. Ja, da ging es kurz vor. Ja, ich muss eigentlich dann leicht dabei sein. Ja. Wie lange bleibt er hängen? Also von Kreuz oben bis Kreuz unten. Das heißt, da höchstens 3 bis 4. Ja. Die ganze Sache ist wie und danach wird das nicht mehr sehen. Er zeigt dafür, wie Kinder, die verlassen sind, sich fühlen. Ich gehöre dazu. Jeder hat seine Aufgabe. Wie ihr auch. Ich gehe ganz gut zu. Das ist mit deinem Aufgabe. Ach, das ist gut. Thank you.
Dann machen wir wahrscheinlich die Kamera raus. Absetzen! Langsam zurück! Langsam! Du hast die Zeit, um das zu machen. Das ist ein Mann. Ich weiß, weiter. Wie viel von das? Das ist ein Mann. 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 Das